So, und auch hier von der Bollwerksvitrine ist angekommen, auch noch ein Paket, Mini, längliches. Mini-Unboxing. Ja, genauso wie bei dem von Pyroweb. Oh. Ja, gut, wenn man die Hälfte hier schon Verpackungsmaterial hat, dann klar, dass da fast nichts drin ist. Ich glaube, das kannst du benutzen fürs Zeitungsschlagen. Kennst du mit dem... Kennst du das jetzt? Ja, doch. Zeitungsschlage. Oh, ich hätte halt nur ein größeres Paket nehmen, weißt du? Ey, ohne Scheiße, hat sich ja fast gar nicht mehr gelohnt, so. Machen wir mal schnell einen Cut, dann machen wir das Verpackungsmaterial raus. Nee, das passt so. Ja, ey, leck mich doch. Jetzt, wieso Verpackungsmaterial? Nee. Ah, das ist der Gratisartikel. Okay. Das ist das Lego. Ja, keine Ahnung, was ist denn das? Die machen wir hier so lang weiter, während du das hier aufschneidest. Ja. Tornado-Wirbel von Funke. Das sind die, wo aufsteigen, oder? Ja. Okay, zweimal ist der Spaß dabei. Oh, Snowblind 25S. Oh, die ist ziemlich schwer für die Größe. Hier, jetzt sieht man das mal. Das ist einfach ein Böllerbeutel, da sind verschiedene Böller drin. Hier ist C-Böller von Leslie, hier noch so Petarden. Ach so, also quasi ihren Schrott, den sie dann verkaufen können oder so Müll. Ja. Dachte sie sich, ja scheiße, wo soll man das in Sorge kommen? Das Game oder von Nico. Der sieht aber ein bisschen älter aus schon. Ja. Das ist ein Kanonenschlag. Ah, das ist so ein Much-Dinger. So ein Halbmuch. Schon F2. Ja. Aber guck, der ist ein bisschen feucht, Dinger. Oh ja. Egal, machen wir mal weiter. Ah, Blättertanz. Auf die bin ich richtig gespannt. Ja, wahrscheinlich dein Favorit unter der Funke-Rakete oder mitunter. Ja. Vor allem noch die 2017er Charge, die alte noch. Also die, wo Spuch macht. Ja. So, und jetzt hier was ganz Spezielles. Das sieht man so. Okay, hier mal nicht spoilern. Hier ist die Goldpalm Blue Z1. Die alte noch. Okay, auch ein schöner Fächer, so. Von der Siege raus. Ja. Trommelwirbel. Was kommt raus? Das ist wieder so gut verpackt. Und es kommt raus. Nix. Geil. 2016er Charge. Aha. Der D-Böller F2 noch. Ja, die noch mit dem Hochglanzcover. Hier. Zwei Stück. Zwei Stück. Okay. Ja, das war's auch schon mit der Vollwerksvitrine. Und tschüss.